Ja, ein herzliches Willkommen zum Podcast Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um ein spezielles Thema, um die serbisch-orthodoxe Kirche. Für viele ziemlich unbekannt und ich freue mich, dass ich da einen kompetenten Gesprächspartner habe, einen Historiker. Es ist Andrej Marković. Andrej, danke dir, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du, bevor wir da einsteigen, gleich hineinspringen ins Thema, könntest du kurz etwas zu deiner Person bitte sagen? Sehr gerne. Also ich arbeite an der Universität Zürich als Assistent am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte. Ich beschäftige mich vor allem mit dem südosteuropäischen Raum und dem ehemals jugoslawischen Raum und sitze zurzeit an meiner Dissertation über die kommunistische Partei in Jugoslawien, konkret auch über die Frage, wie diese ihre Ideologie entwickelt hat. Also schon bist du Experte für diesen Bereich. Sag, warum beschäftigst du dich mit der serbisch-orthodoxen Kirche? Was fasziniert dich daran? Also, wenn man sich die Geschichte dieses südosteuropäischen Raums anschaut, stellt man natürlich schnell fest, dass die orthodoxe Kirche in den vergangenen Jahrhunderten wichtiger Akteur war. Und die serbisch-orthodoxe Kirche jetzt konkret ist auch eine Kirche, die in den letzten Jahrzehnten auch immer wieder in der Öffentlichkeit stark präsent war und deswegen auch die Aufmerksamkeit von, ich sage jetzt mal, Zeithistorikern sowie eher an Politik und allgemeinen Gesellschaftsthemen interessierten Leuten an sich zu binden wusste. Und es ist eine Kirche, die in der Berichterstattung sowohl in Serbien als auch über Serbien sehr präsent ist, der ein großer Einfluss zugeschrieben wird. Und dementsprechend tut es ja natürlich auch Not, sich etwas über sie kundig zu machen. Ja, wir werden noch darauf kommen, über den Einfluss. Wie ist denn die serbisch-orthodoxe Kirche entstanden? Wo sind da die Wurzeln? Also streng genommen ist sie vor 100 Jahren entstanden, 1920. Also noch gar nicht so alt, eine junge Kirche. Genau, also streng genommen, beansprucht natürlich eine jahrhundertealte Kontinuität und nicht ganz zu Unrecht, aber 1920 eben wird diese serbisch-orthodoxe Kirche in ihrer jetzigen Form begründet. Das geschieht im Nachgang des Ersten Weltkriegs, als das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen begründet wird, das dann ab 1929 ja Jugoslawien heißt. Und da wird eben dieses auf Belgrad zentrierte Patriarchat begründet, das dann alle Orthodoxen in diesem Land, also es ist halt so eine typische autokephale orthodoxe Landeskirche, vereinigen soll. Und was sie vereinigt, sind also verschiedene eigenständige oder halbwegs eigenständige Landeskirchen, die allerdings auf eine jahrhundertealte Kontinuität also Anspruch erheben. Letztes Jahr hat die Kirche ihr 800-jähriges Bestehen gefeiert und das in dem Sinne nicht ganz zu Unrecht, als das 1219 tatsächlich dieses Erzbistum von Šitica und Peć begründet wird, das dann 1346 eine Aufwertung zu einem Patriarchat erfährt. Und das weiß man ja, also Serbien, also das heutige Serbien fällt ja dann im Verlauf des Spätmittelalters unter osmanische Herrschaft. Die Kirche besteht weiter, manchmal als Patriarchat, manchmal nicht. Und später, als Serbien unabhängig wird, wird auch da wieder eine autokephale Landeskirche begründet, aber nicht im patriarchischen Rang. Also ich meine, es gibt dann auch orthodoxe Kirchen in Montenegro und im österreichisch damals beherrschten Teil des heutigen Serbiens. Und all das kommt dann 1920 eben zusammen. Andrej, was prägt jetzt speziell die serbisch-orthodoxe Kirche? Also auch ein Laie hat sicherlich schon gehört, es gibt die russisch-orthodoxe, rumänisch, bulgarisch, griechisch. Was ist jetzt speziell, im Groben gesagt, bei der serbisch-orthodoxen Kirche? Ja, das ist vielleicht schwierig zu sagen, weil diese verschiedenen orthodoxen Landeskirchen beanspruchen, also verstehen sich ja natürlich auch als Einheit. Insofern
gibt es jetzt natürlich nicht allzu viel Raum jetzt für Spezifika. Aber auf der anderen Seite sind sie ja alle auch in einem spezifischen Kontext aktiv. Der Witz wäre jetzt allerdings vermutlich, dass so spezifisch diese Kontexte dann auch jeweils sind, wirklich einzigartig sind sie nie. Also die serbisch-orthodoxe Kirche ist eine, die für sich in Anspruch nimmt, eine Bewahrerin einer serbischen nationalen Identität zu sein. Die Serben jetzt als Volk, also zu diesem Geschichtsbild können wir dann noch gerne zurückkommen. Ja. Die Serben als Volk gerade auch im Osmanischen Reich politisch vertreten zu haben und so weiter. Allerdings so diese beanspruchte Rolle als Ethnarch, als Volksführer, das kennt man ja zum Teil auch von anderen orthodoxen Kirchen. Also denke zum Beispiel an die ja auch sehr alte Kirche in Zypern. Und also der erste Staatspräsident Zyperns nach der Entlassung aus der britischen Kolonialherrschaft war ja mit Makarios ein Erzbischof. Also das gibt es auch anderswo. Was man vielleicht sagen kann, ist, dass die letzten Jahrzehnte der serbisch-orthodoxen Kirche natürlich wie auch dem anderen ehemals jugoslawischen Raum, also anderen Akteuren in diesem Raum, einen Stempel aufgedrückt haben. Ja. Die Kirche hat sich da als, hat sich sehr um eine nationalistische Mobilisierung bemüht. Und es sind dann auch weiterhin diese politischen Themen, die auch ihr Wirken in der Öffentlichkeit und ihre Wahrnehmung bestimmen. Also da ist zu meinerseits natürlich auch das noch ungelöste Problem des Kosovos. Mhm. Die ehemals serbische Provinz hatte ja ihre Unabhängigkeit 2008 erklärt, auch eingedenk einer langen Repressionsgeschichte der serbischen Herrschaft im Kosovo. Und das Kosovo ist natürlich für die serbisch-orthodoxe Kirche, sie beansprucht das als eine Wiege der Nation und hat dort auch zahlreiche mittelalterliche Baudenkmäler, die sie natürlich weiterhin in Serbien erhalten sehen möchte. Also gut, man kann natürlich auch sagen, zum Teil ist auch der Schutz dieser Baudenkmäler prekär. Allerdings geht es hier natürlich nicht einfach nur darum, das ließe sich ja noch irgendwie handeln, sondern halt überhaupt auch einfach um die Beanspruchung dieses Territoriums. Und da ist die Kirche auch als politischer Akteur sehr aktiv weiterhin in Serbien. Und dieser Einsatz für die nationale Sache überstrahlt eigentlich auch weiterhin auch ihren in den letzten Jahren zunehmenden Einsatz jetzt für, ich sage jetzt mal, generell konservative Themen, den Versuch, das Privatleben zu regulieren und so weiter. Also wo sie ja vielleicht vergleichbar aktiv ist jetzt vielleicht gewisse anderen Kirchen auf der Welt. Also es bleibt so der Einsatz für eine Sache, die als nationale verstanden wird. Und das prägt eigentlich eher auch die Wahrnehmung der Serben, was ihre Kirche angeht. Ja, und erleben dann die Serben auch die serbisch-orthodoxe Kirche als identitätsstiftend, also für ihre Nation. Das ist ein Zeichen, dass sie zusammengehören. Ich denke auch weltweit, ich habe mich kundig gemacht, dass es viele serbisch-orthodoxe Christen auch außerhalb von Serbien natürlich gibt. Ja, also zum einen ist da natürlich an die Diaspora zu denken, also gerade auch in westlichen Ländern. Für diese Leute ist die Kirche wirklich auch als etwas in ihrem Alltag präsent, dass die, dass einen Raum gibt, wo man die eigene nationale Identität jetzt performen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Serben nicht nur in Serbien leben, sondern auch in den umliegenden Ländern. Also bedeutende serbische Minderheiten gibt es in Bosnien-Herzegowina und in Montenegro. Und in diesen Ländern spielt natürlich die Kirche auch eine Rolle als Infrastrukturstifterin für jetzt wie ein Erhalt von nationaler und kultureller Identität. Also sie ist da sehr präsent, gerade auch in diesen Bereichen. Wenn wir in die Geschichte der serbisch-orthodoxen Kirche schauen, gibt es da auch ein oder zwei besondere Persönlichkeiten, die diese Kirche geprägt haben?
Also man kann sich da fragen, welche Persönlichkeiten die Kirche selbst stark macht. Und wenn ich so an die letzten Jahre zurückdenke, dann würde ich vielleicht vorschlagen, etwas zum Heiligen Sava von Serbien zu sagen, einerseits, und andererseits zum Bischof Nikolai Velimirovic, auch heilig gesprochen. Sava, also der wird natürlich nicht nur seit den letzten Jahren verehrt, er gilt als Kirchenstifter schlechthin. Und zwar war er eben, also ich habe ja diese Jahreszahl erwähnt, 1219, also er war auch der erste Bischof dieses autokephalen Erzbistums. Und zwar war er der jüngste Sohn eines vormaligen Großfürsten dieses heute als serbisch verstandenen Staats Raška, und hat sich dann allerdings eine Klerikerkarriere zugewandt, beziehungsweise ist Mönch geworden, während sein Bruder zum Fürsten aufstieg. Und also da sieht man dann auch die Entstehung dieser Kirche, das folgte dann auch recht klaren dynastischen Kalkülen. Da ging es einfach darum, überhaupt diesen Staat abzusichern, diese Herrschaft zu legitimieren mit einer eigenständigen Kirche. Das passiert natürlich alles auch im Kontext dieser Verwerfungen, die der vierte Kreuzzug ausgelöst hat im südosteuropäischen Raum. Also da geht es durchaus auch um, ja, um eine dynastische Machtpolitik in einem byzantinisch-balkan-christlichen Raum. Und heute wird daran aber eher an ein nationales Projekt, also wird das so verstanden und daran gedacht. Und das hat viel damit zu tun, wie sich dieser Kult um den heiligen Sava in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat. Denn ganz zu Beginn stellte er bloß einen Spross einer insgesamt geheiligten Dynastie dar und ist dann im 19. Jahrhundert allerdings im autonomen Fürstentum Serbien, das damals noch Teil des Osmanischen Reiches war, sowie bei den Serben in Österreich, also zum Schulpatron erkoren worden. Und zusammen mit der Bildungsexpansion ist dann natürlich klar, also der nimmt eine immer größere Rolle in der Öffentlichkeit ein. Und was spannend ist, also an ihm wird eigentlich in weltlichen oder säkularen Logiken gedacht. Also es geht jetzt nicht mehr um einen Heiligen als Fürsprecher im Jenseits, sondern um irgendwie einen großen Mann der Geschichte, der sich für den Aufbau des Bildungswesens in Serbien, für die Krankenpflege, die Förderung der Wissenschaft und der Literatur stark gemacht hätte. Mhm. Also das sind dann die Wertmaßstäbe des 19. Jahrhunderts und Wertmaßstäbe, die aufzeigen, es geht eigentlich um so ein nationales Programm des kulturellen Aufbaus etc. Also da wird er dann für die Leute sehr spannend und die Kirche akzeptiert das auch. Also die freut sich dann natürlich dennoch auch, dass sie sozusagen über diese, ich sage jetzt mal, weltliche Verkultung Sava selbst natürlich auch an Ansehen gewinnt. Und das betreibt sie eigentlich bis heute. Also Sava ist bis heute auch so der Schutzpatron der Schulen und gilt auch als Nationalheiliger Serbiens. Also das wäre jetzt vielleicht so eine Figur, die prägend fürs Verständnis bleibt. Er ist sicherlich auch jemand, der ein absoluter Promi ist, sozusagen in Serbien. Also die meisten, die kennen ihn. Nikolai Velimirovic hingegen, das ist eine spannende Figur des 20. Jahrhunderts. Und er begann eigentlich als recht liberaler Theologe, stand auch durchaus protestantischen Kreisen nahe, hat sich auch im Ausland gebildet, unter anderem in der Schweiz. In Genf hatte er seine Dissertation verteidigt. Ach, sogar in der Schweiz? In Bern, ich glaube an der altkatholischen Fakultät, hat er da irgendwie so angefangen. Und dann war er auch in England. Und aber in der Zwischenkriegszeit, durchlebte er eine völlige Rechtskehre sozusagen. Ah, ja. Und er tut sich eigentlich auch als Vordenker eines nationalistisch bis offen faschistischen Ständestaatsmodells hervor, dass er in Anlehnung eben an diesen heiligen Sava, heiliges Savatum oder Svetosavlje auf Serbisch nennt. Also da geht es um die Vorstellung eines Mittelalters, das so natürlich nie existiert hat, um die Vorstellung jetzt irgendwie eines einig und treu unter König und Gott vereinten serbischen Volkes. Das ist auch ein Versuch auf Herausforderungen der Moderne,
zu antworten. Und er tut, also was man auch sagen muss, also er tut sich auch als sehr rabiater Antisemit hervor. Jawohl. Und im Zweiten Weltkrieg unterstützt er auch, also er selbst stellt sich nicht offen auf die Seite der deutschen Besatzer, aber unterstützt monarchistische Kräfte, die in ihrem antikommunistischen Kampf sich für die Kollaboration mit den, ja, mit den Nazi-Besatzern entscheiden. Und nach dem Krieg, wo ja, also, ja die sozialistische Revolution in Jugoslawien erfolgreich ist, kehrt er nicht mehr ins Land zurück, er stirbt im Exil. Seine Ideen bleiben an den Marginen, aber er hat einen sehr einflussreichen Schüler, einen Theologen namens Justin Popovic, zu dessen Schülern auch bis heute noch sehr einflussreiche Bischöfe der serbischen Kirche zählen. Und über diese erfährt dann auch dieser Nikolaj Velimirovic eine Aufwertung, zumal seine Ideen sich als, ja, für Leute, die halt eine nationalistische Mobilisierung durchführen, auch als sehr interessant und attraktiv erweisen. Ist klar. Also, und heute muss man sagen, also 2003 wurde er auch heilig gesprochen. Das hat auch für gewisse Kontroversen gesorgt, mhm, insbesondere eben auch wegen seiner antisemitischen Schriften. Und also sein Schriftgut ist auch in zum Teil recht aufwendigen Publikationsprojekten neu aufgelegt worden. Und ja, also die Kirche feiert ihn auch weiterhin und macht sich irgendwo durch auch für seine Ideologie natürlich stark. Wie präsent dieser jetzt den Gläubigen ist, also den allermeisten sowieso nicht, aber bei den Praktizierenden, das wäre eigentlich auch eine Frage. Aber also hier sieht man natürlich schon, also mit solchen Projekten stößt die Kirche nicht auch nur, also nicht nur auf Zustimmung. Das ist so spannend, André. Das waren jetzt zwei Persönlichkeiten und ihre Geschichte eingebunden in die europäische Geschichte, die lehrt uns so viel. Das ist, ich verstehe jetzt immer mehr, warum du fasziniert bist von der serbisch-orthodoxen Kirche. André, Frage an dich. Kurz gesagt, wie ist die serbisch-orthodoxe Kirche aufgebaut? Ist da ein, ja, eine Art Papst an der Spitze oder ein Kardinal? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also das Oberhaupt, also die serbisch-orthodoxe Kirche kennt ein Oberhaupt. Das ist ja der Patriarch. Und sie ist autokephal, also eigenständig. Auch wenn eigenständig, jawohl. Mhm. Auch wenn sie natürlich eingebunden ist jetzt in diese, ja, Vorstellung einer Einheit der orthodoxen Kirchen und dem Patriarch von Konstantinopel natürlich so zu einem Ehrenvorrang, mhm, zubilligt. Mhm. Allerdings ist es so, dass der Patriarch in der serbisch-orthodoxen Kirche nicht schalten und walten kann, wie er möchte. Ah ja. Er präsidiert ein Exekutivorgan, das ist der Heilige Synod, mit ihm, also wo auch vier Bischöfe, die ich glaube alle zwei Jahre dann neu gewählt werden, Einsitz nehmen einerseits und andererseits ist als oberstes legislatives Organ sozusagen der, also das Bischofskonzil zuständig. Also amtiert das, ist das Bischof, pardon. Also die wichtigsten Player sozusagen in der serbisch-orthodoxen Kirche sind die Bischöfe. Also der Patriarch ist dann der erste untergleichen und natürlich hat er einen besonderen Einfluss und gilt auch als eine Person, die den Gläubigen auch sehr bekannt ist. Aber die Bischöfe sind dann doch die entscheidenden Akteure. Und ja, diese bilden dann natürlich auch Gruppen oder Fraktionen. Diese Kämpfe versucht die Kirche natürlich auch unter Decke zu halten. Also das mehrt ja das eigene Ansehen nicht, wenn sich die Kirchenleute in aller Öffentlichkeit streiten. Aber hin und wieder dringen diese Konflikte auch in die Öffentlichkeit vor, werden auch in den Medien thematisiert. Und dann sieht man, dass ja, also da gibt es zahlreiche Konfliktlinien, die sich zum Teil auch überlagern. Es geht um Fragen der liturgischen Reform, es geht um Fragen des Verhältnisses zur Ökumene, zur Frage des Verhältnisses zum Staat, also dem serbischen Staat und der Nation.
Also viele Fragen, und man kann nicht einmal so wirklich sagen, dass es immer darum geht, dass dieselben die konservative Position, also in Anführungsstrichen, einnehmen und die anderen eher eine liberale oder progressive. Also da gibt es Überlagerungen. Und zum Teil sind die Gruppenbildungen auch, also sie folgen zum Teil auch regionalen Logiken. Also es gibt dann so, es gibt dann eine sogenannte bosnische Lobby beispielsweise, und das sind dann natürlich eher die, also das sind dann die bosnischen Bischöfe. Was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass die Bistümer selbst durchaus auch also potente Organisationseinheiten innerhalb der Kirche selbst sind. Also schon allein auch mal ökonomisch, also dort fließt vieles vom Geld erst einmal zusammen. Die Kirche ist auch ein wirtschaftlicher Akteur in Serbien, jetzt bei weitem nicht der größte. Also Schätzungen des Jahresumsatzes gehen von irgendwie 150 Millionen Euro aus, aber dennoch ein respektabler Beitrag, mit dem sie sich natürlich auch ein recht großzügiges Medienprogramm leistet, Zeitschriften und Zeitungen, es gibt auch Radioprogramme einerseits und andererseits auch die ja fast schon in Teilen spektakuläre Bautätigkeit der letzten 20, 30 Jahre. Ich weiß, es ist jetzt sehr spekulativ, André, aber trotzdem, ich stelle die Frage, wie siehst du die Zukunft der serbisch-orthodoxen Kirche? Wagen wir einen Blick da hinein. Was denkst du, wie wird sie sich entwickeln? Wie wird ihr Einfluss weiter sein? Was meinst du? Also ich kann ja vielleicht in der Gegenwart bleiben und so die großen Herausforderungen schildern. Ich denke, eine Herausforderung wird darin bestehen, überhaupt eine Antwort zu finden auf viele Dinge, die ja die Menschen eigentlich beschäftigen. Mhm. Hier hat sich die Kirche in den letzten Jahrzehnten nicht sehr hervorgetan. Also man kann jetzt nicht sagen, wenn man jetzt, also ich habe im Hinblick auf das Interview mir noch ein bisschen auch so das wichtigste Kirchenblatt wieder geblättert. Also, da tauchen zum Teil schon Themen auf wie Digitalisierung oder Klimawandel und so. Aber es ist, man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass die Kirche bei solchen Themen aktiv ist. Also Einzelne versuchen das, aber es bleiben dann doch als große Themen eher so der Einsatz für die Nation in einem traditionell verstandenen Sinne einerseits und andererseits in den letzten Jahren eine zunehmende, also ein zunehmender Einsatz bei jetzt Fragen der Regelung des Privatlebens. Also es geht hier um den Kampf gegen das Recht auf Abtreibung, der Einsatz für ein sehr patriarchales Familienmodell, aber zum Teil halt auch um eine Ablehnung von nicht heterosexuellen Lebensmodellen, die eigentlich schon in eine regelrechte Dämonisierung der LGBT-Bevölkerung übergehen. Und hier kann man natürlich sagen, mit solchen Themen kann die Kirche gewisse Konservative an sich halten, aber stellt sich die Frage, ob sie dann auch das Renommee einer die Nation vereinigenden Institution bewahren kann, weil natürlich, es gibt auch liberale Gläubige, die dann mit einem solchen Auftreten weitaus weniger anfangen können. Ein Problem für die Kirche besteht vielleicht auch darin, dass nicht einmal so wirklich klar ist, wie viele Leute gläubig sind. Also in Umfragen erklären sich zwar die allermeisten Serben für gläubig, ja. Und man kann auch sagen, dass auch nach dem Kommunismus tatsächlich ein auch die praktische Religiosität umfassendes Revival eingesetzt hat. Allerdings ist dann doch so, dass die Zahl der institutionell gebundenen, regelmäßig praktizierenden Gläubigen eher gering ist. Mhm. Also viele stellt das Bekenntnis zum Glauben eher ein Bekenntnis zur Nation dar. Jawohl. Und dann ist natürlich klar, die Kirche muss dann auch diesen Menschen ein Angebot bieten, ohne jetzt alle, also, aber andererseits muss sie auch die Bedürfnisse ihrer oft auch ausgesprochen konservativen, dafür aber sehr loyalen und praktizierenden Gläubigen beachten. Also ich glaube, hier wird es einen Konflikt geben in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Es wird sich weisen, wie die Kirche in diesem Spannungsfeld zurechtkommen kann, zumal auch entsprechende Spaltungen in der Kirchenhierarchie sichtbar sind. Das ist so das eine. Das andere ist auch die Frage der regionalen Zersplitterungen. Mhm. Also
Ich habe es ja gesagt, 1920, da werden viele eigenständige Kirchen vereint und mittlerweile gibt es Jugoslawien auch nicht mehr. Und natürlich sind diese in unterschiedlichen, jetzt also jugoslawischen Exrepubliken vorhandenen Dependancen der serbisch-orthodoxen Kirche aufeinander angewiesen und eine Spaltung als solche steht jetzt auch nicht unbedingt auf dem Tagesprogramm. Aber der Punkt ist halt eher, wie wird sich das in der Zukunft darstellen, weil kann sich fragen, in Serbien, wo ja jetzt so eine Dominanz einer serbischen Titularnation nicht bestritten wird, da wird es für die Kirche vielleicht attraktiver, eher auch auf spezifisch konservative Themen zu setzen, wenn sie vielleicht in Bosnien-Herzegowina oder in Montenegro weiterhin bestrebt sein möchte, alle Serben in diesem Land um sich zu vereinen. Ja. Also es wird sich dann halt auch weisen, wie das weiterhin funktionieren wird. Und schlussendlich muss man auch sagen, also die Kirche ist auch, ich habe das bereits hier angedeutet, von diversen internen Konflikten erschüttert, auch wenn man sie manchmal nicht so sieht. Also das paralysiert sie ja zu einem Gutteil auch. Also wie mobil sie dann überhaupt in der Zukunft sein wird, auch da kann man Fragezeichen setzen, zumal sie auch recht abhängig vom Staat ist. Also ich meine, viele sprechen von der serbisch-orthodoxen Kirche als einem sehr starken Akteur, aber wenn man sich es genauer anschaut, muss man immer wieder feststellen, die Kirche kann sehr laut sein, aber bei Konflikten, also aber Konflikten mit dem Staat geht sie aus dem Weg und gibt oft auch klein bei. Also insofern ist sie halt auch ein bisschen auch abhängig von der Politik, die in Belgrad gemacht wird, und ich glaube, auch das mehrt nicht unbedingt das Ansehen einer Kirche. Also einerseits könnte man also sagen, sie hat in den letzten Jahren einen Bedeutungsaufschwung erlebt. Also das öffentliche Leben, es gibt zum Teil auch Forscher, die fast auch schon von einer Klerikalisierung sprechen, also das würde zu weit gehen, aber man muss schon feststellen, also es gibt jetzt auch einen Religionsunterricht als Wahlpflichtfach, die Kirche ist im Rundfunkrat vertreten, sie nimmt an allen öffentlichen Feiertagen und so weiter in zuweilen sehr prominenter Rolle teil, also Parteien lassen manchmal auch ihre Parteigebäude einweihen sogar und so weiter, aber das ist zum Teil aber auch einfach schlicht auch ja, eine Ornamentik einer nationalen Kultur, also wo sie einfach auch so auftaucht als nationale Institution, aber weniger jetzt als ein christlicher Akteur als jetzt, ja, oder als jemand, der in einen alternativen Gesellschaftsentwurf auf theologischer Basis wirklich erfolgreich unter die Leute bringen könnte. Also insofern denke ich, dass auch die Zukunft spannend sein wird, aber allzu große Umbrüche sind wohl auch in nächster Zeit, vielleicht einzig mit der Ausnahme Montenegros, nicht zu erwarten. Das wäre ein so interessanter Weg, ein Blick auf die Vergangenheit, auf die Gegenwart und die Zukunft der serbisch-orthodoxen Kirche. André, wenn jetzt jemand sagt, ich würde mich noch mehr vertiefen, damit beschäftigen wollen, gibt es da irgendeine Art von Literatur? Also es gibt zahlreiche Forschungswerke, oft aber leider auf Serbo-Kroatisch. Es gibt durchaus auch, beziehungsweise in Jugoslawien gab es auch eine aktive Religionssoziologie, die gibt es auch heute noch in den Nachfolgestaaten. Was allerdings vielleicht generell fehlt und auch in westlichen Sprachen, ist ein sehr gutes Überblickswerk. Aber ich denke, wo man anfangen könnte, wäre Klaus Buchenaus Werk über den Katholizismus und die Orthodoxie im sozialistischen Jugoslawien, wo es auch also einführende Bemerkungen zur Geschichte jetzt auch der orthodoxen Kirche im jugoslawischen Raum gibt. Und wenn ich aber an ein Spezialistenwerk denke, dann fällt mir Stefan Rodewalds Werk über Heiligenkulte ein. Das ist ein rechter Wälzer, aber man kann sich dann auch seine Heiligen aussuchen und man wird dann auch sehen, wie in diesem südosteuropäischen Raum diese Kulte zunehmend einer nationalen Funktion zugeführt werden und ja, erfährt so auch, wie aus einer byzantinisch-balkanchristlichen Region mit den entsprechenden weit über das Ethnische hinausweisenden Zusammenhängen so ein Konglomerat von Nationalstaaten wird. André, wir werden diese beiden Werke verlinken unter das Video.
Ich sage dir heute riesig Dank, dass du uns wirklich eingeführt hast in ein ziemlich, ich sag mal, für einen weiten Teil der Bevölkerung unbekanntes, aber hochinteressantes Gebiet. Und ich denke, gerade mit der Beschäftigung mit einer speziellen Kirche, wie der serbisch-orthodoxen Kirche, wir können ja auch Rückschlüsse auf die Kirchen hier, auf die anderen Kirchen darauf machen, Parallelen sehen, Unterschiede sehen und ins Nachdenken kommen. Ich sage dir merci, merci vielmal und bis auf ein anderes Mal. Vielen Dank noch einmal und genau, bis auf ein anderes Mal. Tschüss. Tschüss.